Jawohl! Gothic 2 und los! Und mit brüllendem Getöse ziehen wir, stürmen wir wie ein Berserker in das Kloster des einzig wahren Gottes Idos. Der Siegenspender, der Erlöser, der geistige Führer der Paladine. Ah, diese massiven Statuen, dieses Deckengewölbe, Alter, da ist jemand bereit, ein Feuer zu entfachen. Muss man eine Fackeln, Alter. Fackel. Yo, Notre Dame 2, brennen wir es nieder. Nein. Zurück. Yo, wir haben heute wichtige Dinge zu tun. Mit diesen ganzen Leuten hier. Oh Gott, das ist so ein geiles Kloster. Ey, und wir sind da oben, leuchtet ein Kelch. Nein, das ist kein Kelch, es ist der Schwertknauf. Legendär. Jo, und wir haben heute eine Ultra-Menge an Dingen zu tun. Und ich habe so Bock. Es ist Gothic 2. Ich hatte noch nie so viel Bock bei dem Game. Ohne Scheiß. Pyrakor. Gib mir das Auge. Ich bin gekommen, das Auge Inos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, Bam, das Euler. Auge Inos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind deiner heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Inos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Nein, das ist ja schrecklich. Was ist passiert? Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Nein. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Ausgesperrt, Allah. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Richtig uncool. Richtig uncool, die armen Novizen. Oh Gott, nein. Einige Bürger von Corinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Corinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Aller niemals. Sehr gut. Ja gut. Es gibt einen Segen hier. Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Genau. Möge Inos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Jo, vielen Dank für den Segen. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden, Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Jo. Also sei vorsichtig. Immer. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten.
Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Jo, Pyrokat, das ist echt schnieke von dir. Und das Schlimmste an den Suchenden ist ihr Schaden, nicht ihre Flüche. Jo, Grüße, Serpentis. Wer bist denn du? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Echt? Nö, weiß ich nicht. Eine Sache. Ah. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Gott. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Allah. Ich habe hier eine Karte für dich. Ja. Darauf sind die Schreine, die wir aufgestellt haben, eingezeichnet. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Ja, mach ich. Ich werde diese edle Aufgabe mit Freude verrichten. Alla, der stirbt, als ist er gleich vorm Abnibbeln. Ja, der redet, als wäre er gleich vorm Abnibbeln, Alla. Jo, wir haben jetzt hier noch Dinge zu tun. Grüße. Hier gibt es sehr viele Leute. Hallöle. Wie ich sehe, hast du dich entschlossen, auf unserer Seite zu kämpfen. Immer. Das freut mich. Wir können jeden Mann brauchen. Ist alles. Rede am besten direkt mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Löblich. Meine Meinung kennst du ja schon. Hast du sonst noch was für mich? Ja, als Angehöriger des Ordens bekommst du den Schlüssel zur Bibliothek. Dort findest du die Brüder Karras und Hyklas. Falls du es wünschst, kannst du dort mit ihnen sprechen. Jo. Möge Innos dich auch schützen, ne? Hey, du. Wir sind hier, um die Leute zu beklauen. Alla, es sind Novizen, die haben. Die dürften eigentlich nicht mal Besitz haben. Ne, hier ist. Wir gehen da einfach mal durch. Ganz gemächlich. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen, Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauen kann. Tränke würde ich auch so gern brauen können. Wie geht's denn so? Oh, danke der Nachfrage, Herr Paladin. Die Arbeit hier macht mich glücklich und ich werde bestimmt bald zum Magier erwählt. Alla, hoffe ich für dich. Viel Glück, Argon. Ohne Mist, und davon habe ich von Schlüssel blinken sehen. Ah, Klosterschlüssel, was macht der nur hier? Keine Ahnung. Opolos? Gewagt? Ich war mal so frei, also mich. Oh Gott, hat sich angefackelt. Der Typ da hinten brennt. Nee, Gothic 2, das bockt im Moment so extrem und ich habe wieder offscreen wegen Dinger weitergemacht und Gürtel der Geschicklichkeit besorgt, um Leute besser plündern zu können. Oder um Leute besser ausnehmen zu können, ich meine. Die Bürde des Goldes ist schwer zu fassen und... Ja. Und ja, sehr gut. Ich würde dann auch noch gern zurück nach Korinnes. Mit einem gewissen Boy labern und das Paladin-Schiff. Und es gibt so viel, Leute. Es gibt so viel, meine Kerle. So viel Dinge zu tun. Ich glaube, den hatten wir schon. Den hatten wir schon in der letzten Folge. Hey. Sergio, du hast jetzt auch keine... Innos erleuchte deinen Pfad. Oh Gott, diese Innos-Statue. Ah, ist die Innos. Geil. Ist die geil. Ja, spend mir mal wen. Stärke plus 1, aller Innos. Bester Gott, ich werde nie wieder vor ihm abweichen. Jo, aller. Sehr nice. Ja, das Kloster ist groß und verwirrend. Gott, und da sind Kisten von Novizen, die könnten wir alle noch. Die könnten mal noch ausnehmen, Alter. Das sind die. Das hier müssten dann die Gemächer der Magier sein. Also hier sind definitiv wertvolle Sachen gebunkert. Einfach nur mal aus. Links, rechts, zweimal links, dreimal rechts.
Entriegeln, ja gut. Ja, doch nicht so geil. Die anderen. Ja, die nehmen wir auch noch gleich mit hier. Gönnung. Rechts, links, links. Ja gut. Großer Feuerball. Okay, da gibt's dann halt doch Sachen, die helfen könnten. Die da hinten nehmen wir noch mit und dann labern wir weiter, Alter. Oh, die ist easy. Türschlüssel. Aus einer Truhe eines Schlafgemachs im Kloster. Ein Schlüssel für eine Tür. Ja, gut. Jetzt müssen wir nur noch eine Tür finden, Leute. Ist das vielleicht der Schlüssel zur Bibliothek gewesen? Keine Ahnung. Feuerrunenbuch. Buchstände. Also hier hinten ist dieser Buchständer für die Feuerprobe, wenn man Magier spielt. Ah, die Prüfung des Feuers. Haha. Ja, aber die ist gerade absolut irrelevant. Hyglas? Hey, ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Hallo, geiler Dude. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer. Die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Wow, der hat's drauf. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Also, dir sind ja sicherlich diese Gestalten in den schwarzen Roben aufgefallen. Wer? Ich bin ihnen begegnet. Da kommen wir auch schon zum Kern des Ganzen. Zurzeit haben wir eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne. Um genauer zu sein, steht das Sternbild des Ochsen in direkter Korrelation zum Sternbild des Kriegers. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Ja, natürlich. Nun, weiß jeder. Um ehrlich zu sein... Ja, schon verstanden. Also, ich kann jetzt nicht alle Hintergründe offenlegen, aber es bedeutet definitiv eine große Veränderung. Und ich mag keine Veränderungen. Deshalb möchte ich, dass du mir ein Buch aus der Stadt besorgst. Es heißt Die göttliche Kraft der Gestirne. Es kann sein, dass du ein bisschen suchen musst, aber du wirst es schon finden. Okay, werde ich tun, natürlich. Besorg dir dein Buch selbst, ne? Hallo, ist ein Magier. Der bekommt sein Buch. Ich werde sehen, ob ich es finde. Das ist gut und es verschafft mir die nötige Zeit, noch anderen Spuren nachzugehen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich fürchte, Zeit ist das, was wir am wenigsten haben. Ja. Sagen wir so, also ich habe vor, noch die komplette Add-on-Story zu spielen, bevor wir... Solltest du nicht unterwegs sein und den hinterhältigen Verräter Petro suchen? Nein, das ist mir zu hart. Er wird nicht weit kommen. Erst muss ich noch was erledigen, Anna. Später. Erst muss ich noch was erledigen. Weißt du überhaupt, was der Verlust für das Kloster bedeutet? Das Auge Innos ist eine mächtige Waffe. Niemand kann vorhersagen, was der Feind mit dem Amulett vorhat. Aber er hat etwas vor und das müssen wir vereiteln. Also, setz dich unverzüglich in Bewegung und spür den Dieb auf. Ja, Meister Karras, wieso machst du nichts? Hey, sind deine Studien wichtig? Alles, was du wissen musst. Du weißt alles, was du wissen musst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich alles weiß. Vielleicht habe ich den Dialog auch mal wieder weg verkackt, keine Ahnung, aber... Ja, hier gibt's noch eine Menge. Menowitz, Alter, hier ist doch das Weinbunker. Perfekt. Frisch abgefüllt. Oh Gott, fässerweise haben die den Shit hier. Ah, Saufgelage des Todes. Gorax. Hey, kann ich dir behilflich sein? Alter, dein Weinkeller ist ja mal göttlich. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Ich brauche ein paar Dinge. Leute, ich bin gespannt. Kampfstäbe ohne Ende. Harnisch-Amulett. In der Magie-Schärpe.
Schärpe, Schärpe, Schärpe. Okay, und ein Haufen Zaubersprüche. Wahre Macht. Karte der heiligen Schreine. Und wo ist die göttliche Kraft der Gestirne? Nicht vorhanden, ne? Egal. Aber die Dinge, die... Ah, diese Bucheinbände hier, die sind geil designt. Ah, wie bei den Feuerbändigern, echt. Oh, das Shit. Mensch, die Avatar-Flashbacks fangen wieder an hier. Ah, es ist die Frage, hat Avatar bei Gothic abgeschaut oder Gothic bei Avatar? Kinderspiel. Gib mir dein Gold. Was machst du hier? Ich darf nicht mit dir reden. Man sieht nicht gern, wenn wir uns mit Fremden unterhalten. Nur mit einem Paladin darfst du gern ein, zwei Wörtchen wechseln. Das klingt aber nicht sehr glücklich. Naja, ich meine, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Aber? Ach, ich eigentlich? Will mich nicht beschweren. Ja, komm, sag's. Mir kannst du es ruhig erzählen. Und du sagst den Magiern wirklich nichts? Sehe ich so aus? Also gut. Ich habe ein Problem mit einem der Novizen. Er hat mich in der Hand. Jetzt komm schon raus mit der Sprache. Igaratz, das ist der Novize, hat einige von meinen privaten Aufzeichnungen gefunden. Er droht mir, dass er sie den Magiern gibt, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Und was sind das bitte für Aufzeichnungen? Das ist mir ein bisschen zu privat. Ich weiß nicht, was er da für gewisse Heftchen da mit sich schleppt. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du tun? Immer. Das kommt natürlich ganz drauf an. Ich würde dich natürlich auch dafür bezahlen. Wie viel? Ich habe natürlich nicht so viel Geld, aber ich könnte dir eine Spruchrolle geben. Ich habe einen Heilzauber. Ein Heilzauber? Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ehrlich? Es muss einfach gelingen, es muss. Also, du musst eigentlich nur rausfinden, wo Igaratz die Sachen aufbewahrt. Dann klaust du sie ihm und alles ist in bester Ordnung. Ganz ruhig, du machst erstmal weiter, um den Rest kümmere ich mich. Ist das Diebesaufgabe? Ich würde gern. Moment. Ohne den richtigen Schlüssel. Das ist nicht die Tür für den Schlüssel, den wir haben. Ja gut. Ist da jemand? Also ich hab's irgendwie gerade nicht so mit Schlossknack-Kombinationen. Aber es geht, es geht. Ja, jetzt geht's. Musst den Hund nur beim Namen nennen, dann geht's. Okay, hier ist zwei Truhen. Okay. Oh, das kann sein, dass die eine Tür... dass die eine Tür der Klosterkeller ist. Das kann natürlich sein. Das ist die... Genau, das ist die Truhe, die bekommt man, wenn man als Novize anfängt. Okay, das ist nicht die Truhe von Igaratz. Ah, da ist kein Schloss dran, das ist sie vielleicht. Ist ja auch nicht. Ist ja auch nicht, okay. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Ja, ich ist wegen ungünstig, weil eigentlich wollte ich keine Diebesfolge hier machen, wo man viel... Cloud, aber sieht so aus, als müssten wir dann doch in den sauren Apfel beißen. Dum, dum, dum. Oh Gott. Ah, toll, da steht's ja drauf. Ah, und das hat gereicht. Es hat gereicht, bei dem Boy Taschendiebstahl einzusetzen. Sehe ich das richtig? Junge, du bist mir, ja... Danke. Fick. Mensch. Ja, hier, ein Bündel Papiere. Die Dokumente von was weiß ich wem. Da müssen wir gleich mal nachspicken. Was waren jetzt das für Dokumente? Gift, ein Bündel Papier. Brief an Barbo. Lieber Barbo, du wunderst dich bestimmt, wie wir dazu kommen, dir diesen Brief zu schreiben. Wir haben alles Geld zusammengelegt und den... Meister Malers gebeten, diese Zeilen hier zu schreiben. Also wir wünschen dir viel Glück auf deinem weiteren Weg und hoffen, dass du deine Freunde nicht vergisst.
Als Abschiedsgeschenk haben wir dir noch ein Bild eingepackt, damit du immer an uns denkst und dir die Nächte im Kloster nicht zu lang werden. Viel Erfolg im Kloster und viel Spaß mit dem Bild. Fied und Bonke. Gab's jetzt da noch... Aha. Och. Ach. Upsalalalala. Es ist ja irgendwie... Das ist ja irgendwie bekannt aus. Bravo. Ah, da gibt's so einen Zeichner, der das in Gothic 1 schon gemalt hat. Egal. Ich hab da... Wirklich? Danke. Ja, beruhigt. Sind das auch wirklich meine? Bist du dir sicher? Zeig her. Das sind ganz sicher deine. Aufgrund der nackten Tatsachen ist der Preis gestiegen, Alter. Aufgrund der nackten Tatsachen ist der Preis gestiegen. Du bist auch nicht besser als die anderen. Was willst du? Was hast du? Ich kann dir noch 121 Goldmünzen geben. Das ist alles, was ich habe. Jo. Einverstanden. Hier ist das Geld. Und die Spruchrolle. Jo, sehr gut, Alla. Novizen ausnehmen, Bestes. Ja, das Leben als Paladin, da nippt man schon mal den ein oder anderen Novizen aus. So, und es kann jetzt sein, dass... Ohne den richtigen Schlüssel. Da braucht man einen Schlüssel. Bin ich da? Ohne den richtigen Schlüssel. Habe ich auch einen Schlüssel? Für welche Tür ist der Schlüssel, den ich gefunden habe? Ach, kann doch nicht wahr sein. Kessel, Alchemietisch, Schmiedezange, Neoras, hey. Grüße, Werte, Magier. Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ja, ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Oh, sorry. Also, was willst du? Es tut mir unendlich sorry. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Essenz der Heilung, ein Lernpunkt. Das ist ja quasi geschenkt. Ja, nimm mal mit. Da brauche ich Feldknöder. Feldknöderich, ne? Hab ich überhaupt Feldknöderich, weil sonst lohnt sich das überhaupt nicht. Das wären 19 Heiltränke. Und so ein Heiltrank macht 50 Lebensenergie. Boah, ich weiß es nicht. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell, du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Ah. Erspart man sich... Braue mir einen Extrakt der Heilung. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut, ich gebe dir jetzt gleich einen Trank, dann musst du nicht so lange warten. Guter Mann. Na ja, gut, dann hätten wir einen neuen Heiltrank errungen. Der ist dann auch nicht so der Oberboy. Na ja, mal hier noch einen Keller. Jungs, es geht ab. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Na gut. Ausnahmsweise. Ah. Ah, der heilige Hammer. Grüße, und du bist? Es wäre gewagt. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Holy moly. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innoskirche außerhalb der Reichshauptstadt. Jo. Kann ich... Das Schild lässt sich mitnehmen. Das ist ein Schild, das kann man anlegen, weil wir Schilder benutzen können. Garvik. Hey, mach mal einen Quickshave, rauben den aus. Jo. Ich habe jetzt leider keinen Schlafzauber mehr. Habe ich noch Schlafzauber? Vergessen, eine vergessen haben wir noch. Ach. Ach.
Robert, da oben tüdelt doch ein Händler rum. Ein Händler mit einem vorzüglichen Weinlager. Der hat doch bestimmt einen Schlafzauber. Korax. Ich brauche ein paar Dinge. Hast du einen Schlafzauber? Oder hat er nur die Schlaf? Ach, dann nehmen wir gleich mal. Dann nehmen wir gleich mal drei mit. Schlaf kann man immer gebrauchen. Ladida, da hat jetzt jemand vor ein paar wertvolle Relikte aus dem Kloster mitgebracht. Also das Kloster ist echt nicht gut gesichert, wenn da irgendwelche Suchenden das Auge Innos klauen können und jetzt der Boy hier das ganze Zeug da mitnimmt. Das ist echt nicht so geil, Garvik. Schlaf mal kurz ein. Oh, er wird schläfrig, die Augenlider werden schwer. Ja, ich nehme das jetzt mal mit. Hat keiner gesehen. Niemand hat es gesehen und er bleibt jetzt hier schlafen. Yo, okay. Der Holy Hammer. Er wird nicht einschätzbar. Okay. Und das Schild des Feuers. Uhu. Wird nicht einschätzbar. Uhu. Aber es ist das geilste Schild bis jetzt. Sehr geil. Ja, Schild umsonst. Perfekt. Okay, Leute. Das ist jetzt ein wenig ungünstig, aber machen wir das noch in der Folge, weil die ist jetzt auch schon ein bisschen lang, aber es ist so wenig passiert. Wir machen Hafenstadt. Jo, also Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war mal wieder wunderschön. Wir sehen uns in der nächsten Folge Gothic 2, wenn wir ein paar Dinge am Hafen tüdeln. Haut rein.